Herzlich willkommen zu einem Vlog, zu einem weiteren. Was mal? Zu einem Vlog heute mal, so ein Daily Vlog. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, ob, wie so Vlogs bei euch ankommen. Weil ich habe gerade keine Zeit, Gaming-Stissel aufzunehmen. Weil ich muss jetzt mit dem Hund gehen. Wir haben einen Hund. Das weiß vielleicht kaum einer, aber. Ja. Da bin ich wieder zu sehen. Also, ich muss jetzt mit dem Hund gehen. Und danach muss ich noch Fahrschule, ob ich gehe, weiß ich nicht. Was soll's? Ich muss euch mal sagen, ich finde diese App voll geil. Weil was seit dem neuen Update, die habe ich mir jetzt runtergeladen, diese App, die Capture App. Guckt euch das mal an, so sieht der Videomodus aus, wenn ich die so habe. Aber hier, ich kann einfach, wenn es nicht im Videomodus ist, die Kamera, einfach alles an mir hier einstellen. Alles, was ich bei der Kamera einstellen kann, kann ich in der Capture-App auch einstellen. Das ist einfach cool. Und es ist auch kalt, ich gehe jetzt ein bisschen spazieren mit dem Hund. Ja. Und ich weiß ja nicht, ob ihr es wisst, aber in sehr wenig Zeit, weil ich muss lernen, auf die Abschlussprüfung mit deinem Wind und daran kommen jetzt auch irgendwie Videos und so. Es ist kalt und deswegen kommen wenig Videos. Aber was soll ich dazu sagen? Ja. Diese Capture-App ist halt übelst cool, weil du damit alles kannst. Du kannst einfach die Capture-App rausnehmen, gucken. Jetzt habe ich hier die Dings beendet. Jetzt gehe ich einfach wieder hier drauf und jetzt sehe ich, Video läuft, wird gerade aufgenommen. Jetzt Bild da. Verdammt kalt, Leute. Ich habe so eine Mütze aufgezogen einfach, weil es so kalt ist. Ich kann einfach die Capture-App nehmen und so gucken, ob das funktioniert. Und ich habe so ein Stativ. Naja, ein Stativ ist nicht mehr richtig, weil das Stativ ist völlig im Arsch. Aber das ist halt geil und das Wetter ist heute ziemlich beschissen. Ja, mal gucken, was heute noch passieren wird. Ich wollte eigentlich heute, an dem Tag, wo ich das Video aufnehme, ist Dienstag. Und ich wollte eigentlich an diesem Tag, genau heute, einen coolen Vlog hochladen, einen coolen Abonnenten-Special hochladen, aber dann hatte ich keine Zeit mehr, weil ich von der Schule kam, ob ich dies noch machen, jenes noch machen müssen. Ja, Hausaufgaben machen und das machen und da findet man halt nicht immer Zeit irgendwie was zu machen und es ist verdammt kalt draußen. Ja, ist auch noch so nass kalt heute. Ja. Jetzt ist schon das zweite Video, wo kein Gaming-Video kam. Da gibt es bestimmt jetzt Leute, die mich nur wegen Gaming abonniert haben. Da kommt kein Gaming, was hat denn los? Mann, es kommt noch 30 Abonnenten, ich glaube, ich kann mich ja immer nur wieder für diese 30 Abonnenten bedanken. Naja, vielleicht mach ich das heute mal. Geh wieder zu fast. Ich muss auch mal zur Bank gehen. Ich muss mal nachher gucken, ob die Bank offen hat, weil meine Bankkarte ist im Arsch. Naja, die ist dreimal gebrochen in der Mitte durch. Weil ich mich außerdem drauf gesetzt habe. Das ist nicht so witzig. Aber es ist verdammt kalt. Naja, die Karte ist dann einfach so in der Mitte durchgebrochen. Ich hatte die Karte in der Hand. Habe ich einen Haustürschlüssel dabei? Boah, puh, wenn ich den vergessen hätte. Hier, da war ich mal. Kuba. Voll cool. Hier, Leute, der Scheiß ist an dem Schlüsselpunkt dran. Ja, und wisst ihr, was es in der Schule immer gibt? Habt ihr das auch bei euch? Die Schule wartet immer, deswegen muss ich die Kamera ein bisschen wackeln, aber... Hier, diese Schülerausweise. Hier. Habt ihr die auch? Das ist irgendwie komisch, wir kriegen die einfach geschenkt von der Schule. Und obwohl ich die gar nicht will. Die ständig geschenkt, die man nachgeworfen. Wisst ihr auch, wann ich Geburtstag habe? Am 19.10. Ja, 1999. Ist geil.
Da habe ich kein Video zu gemacht, mein Bruder, glaube ich, einfach im Urlaub. Das war völlig egal. Ja, das habt ihr wahrscheinlich gemerkt im Video, dass ich da gerade nehme. Aber das Mikrofon, was ich in den damals bekommen habe, das ist im Arsch gegangen. Das ist im Arsch gegangen, weil ich die Hose anschwitze. Das war ein Fehler. Mann, und dann ist das Mikrofon auseinander gefallen. Das war so ganz billiges für 20 Euro. Das war auch nicht gut. Das ist die Qualität von der GoPro ohne das Mikrofon schon besser. Also wenn man diese offene Hülle hinten nimmt, da gibt es nämlich eine, da gibt es zu eine Hülle und offene Hüllen. Und die zu eine Hülle ist die gute, die offene Hülle ist die gute. Naja, Leute. Das ist auch richtig, ist ja auch richtig crazy. Mann, ist das ein Wetter. Und da war einfach das Mikrofon, was ich hatte, ist einfach so auseinandergeflogen. Dann hat sich das Ding so abgelöst. Und es ist einfach auseinandergefallen, dieses komische Mikrofon. Ich dachte so, geil, das Mikrofon hält. Nein, das fliegt auseinander. Und das ist auch arschkalt. Immer noch. Was kann ich noch sagen? Ihr wisst, ich habe das auf Twitter angekündigt. Zu 6. Da kommt ein Video, aber auf Twitter folgt mir eh keiner. Also es ist so, wie wenn du sagst, ach, ich habe was angekündigt auf Twitter. Da kommt doch eh keiner hin und sagt, ja, super, auf Twitter folgt mir eh keiner. Mann. Naja. Dann Leute, ich muss irgendwie noch mal zur Bank gehen. Auch heute nicht mehr, heute. Ich glaube, die hat zu, die Bank, oder? Kann ich ja mal gucken, wenn die irgendwie zumacht. Auf die Bank ein Hähnlein, Alter. Ob die offen hat oder nicht. Keine Ahnung. Weil die Karte einfach im Arsch ist. Und ich habe meinen PIN verloren. Das ist wirklich so. Wisst ihr, wann das passiert? Das ist schon Monate her, Jahre fast. Und dann habe ich halt den PIN mir nie gemerkt. Und dann hat es wusch, kommt mal weg. Jetzt muss ich halt aber der Bank hin. Wahrscheinlich dann sagen so, ja, meine Bankkarte ist im Arsch und mein Ding ist weg. Ja, super. Was mache ich jetzt? Naja, Leute. Wieso fährt der mit Blinklicht dann? Hä, warum fährt der? Es ist einfach creepy. Der Typ, der fährt mit Blinklicht, weil er es gar nicht braucht. Da hat ja nichts geladen oder so. Hä? Warum? Ich verstehe nicht. Und da ist einfach, seht ihr das da hinten? Hinten im Wald, diese paar Lichter. Da ist einfach ein geschmückter Baum mitten im Wald. Warum nicht? Da hat jemand einfach einen Baum im Wald geschmückt. Naja, egal, Leute. Was soll ich noch mal sagen? Ich muss heute noch vieles tun. Lernen. Die ganze Scheiße lernen für die Abschlussprüfungen, Alter. Das regt mich so auf. Aber egal, ich will ja weitermachen. Fachoberschule. Sonst. Ist das alles scheiße? Und dann kam zu uns, ach so Leute, was ich erzählen wollte, also letzte Woche war so von Gutmann da. Ich hasse es mit Leuten zu reden, vor allem mit der, weil die so, ist total komisch. Ich kann nicht mit der Dame reden. Dann so, was willst du machen? Ich so, keine Ahnung. Und die so, das ist der Tod. Dann sagt sie so, nimmst du Pillen? Dann fragt die mich einfach, ob ich Pillen nehme. Dann sag ich so, nein, ich bin kein Drogensüchtiger. Nein, das hätte ich sagen können. Das kann ich vor der Kamera sagen. Sowas aber nicht vor irgendwelchen Personen. Also wenn hier keine Person in der Nähe ist, kann ich alles labern. Aber wenn dann so eine Person kommt, dann laber ich mal wieder nicht. Mann, das ist alles dumm. Das ist mein erster Vlog, Leute. Mein erster Vlog aus dem Alltag. Nee, ist kein richtiger Alltagsvlog. Es ist ein scheiße Laber-Vlog. Ich laber was und ihr schaut mir hier dabei. Naja. Ich reg mich eigentlich mehr über Dinge auf. Was mir so alles passiert ist in der letzten Zeit. Oh, die Busverbindung in Asbach-Hähnlein, Alter. Geil. Eine Stunde auf den Bus warten. Hattet ihr das auch mal bei euch im Ort? Das ist geil, gell? Ihr wollt so Bus fahren von der Schule nach Hause, deswegen fahr ich keinen Bus mehr. Ist trotzdem kalt wie Sau. Dann auf einmal steht da so, oh, der Bus kommt erst so um in einer Stunde. An dem Schild, an dieser Tafel, das ist eine elektronische Tafel, so eine große elektronische Tafel, und dann kam das wieder so, der Bus kommt erst in einer Stunde. Und ich so, danke, verficken Scheiße. Seitdem fahre ich dann mit dem Bus. Ein bisschen mehr Real Life Diesel mache ich. Ich wollte so, es ist einfach kacke, wenn du keine Zeit hast für irgendwas, du willst ein Video aufnehmen,
Du willst ein Video machen am 6. Und dann auf einmal siehst du, oh, es ist der 6. Ich habe keine Zeit gehabt, um ein Video zu machen. Also kam am 6. also kein Video. Ich weiß nicht, wann ich dieses Video hochlade. Ob das jetzt am 6. oder am 7. kommt. Das werdet ihr ja selber sehen, wenn das Video zu euch angeflogen kommt. Auf eurem YouTube-Kanal. Ich wollte ja auf eurem YouTube-Kanal. Ah, auf eurem YouTube-Kanal. Als auf den eigenen Kanal habt. Ja, ihr habt zwar einen, die ich nicht abonniert habe. Aber die Kommentare schreiben haben YouTube-Kanal. Das finde ich voll dumm von YouTube. Warum muss man, kann man sich nicht mit der E-Mail von YouTube anmelden und dann mit der Google-E-Mail, nicht der von YouTube, der Google-E-Mail anmelden und dann kann man keine Kommentare schreiben. Und was auch scheiße ist, wenn man keine Views bekommt. Naja, ich habe ja auch 30 Abonnenten, das ist ja auch klar, dass ich so wenig Views bekomme. Aber es ist arschkalt immer noch. Aber so ist es halt. Naja, Leute. Über was rede ich eigentlich? Ich rede über lauter Scheißthemen. Wen interessieren die eigentlich? Ey. Was passiert hier? Es ist so, dass manche Themen einfach niemanden jucken. Alter, die Kamera ist schwer. Ja, die Kamera ganz weit weg. Eine kleine GoPro. Naja, Leute. Folgt mir mal auf Twitter, Instagram. Sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Manchmal verlinke ich hier unten meinen Google Plus Account, aber Google Plus habe ich nicht so oft. Deswegen müsst ihr unten in die Box da rein, unten öffnen und dann seht ihr da mehr. Und dann seht ihr da was. Dann steht da so Twitter. Und wenn ihr einen Twitter Account habt, könnt ihr mir ja mal folgen. Sonst erfahrt ihr nie was. Sonst fragt ihr neues Video. Fragen so Typen neues Video. Das ist schon ewig her, aber da hatte ich auch noch keinen Twitter. Aber wenn ihr dann fragt neues Video, wann kommt Video? Dann guckt auf Twitter, vielleicht erzähle ich euch da was. Oder auf Instagram. Am Instagram bin ich nicht ganz so aktiv wie auf Twitter. Abonniert mich bei beiden bitte. Also dann Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das Wetter ist scheiße. Die letzten Tage hier echt geil. Fast nur noch Minusgrade. Es hat auch Minusgrade draußen. Sonst wäre ich hier nicht glatt oder so. Und irgendwie ist es nebelig und es ist einfach nur scheiße. Naja, Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Ja, ihr könnt ja mal liken. Unten so ein Like lassen, so einen Daumen hoch. Und dann könnt ihr ja sagen, oh geil, ich habe einen Daumen hoch da gelassen. Wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, das war bestimmt cool. Naja, Leute, lasst ein Abo da. Könnt ihr auch mal da lassen, weil ich habe so wenig Abonnenten. Es schauen fast mehr Leute in meine Videos. Nein. Stimmt gar nicht. Meine Videos werden weniger geschaut, als ich Abonnenten habe. Das finde ich komisch. Manche Videos werden mehr geschaut als andere Videos. Zum Beispiel diese Gaming-Videos, die ich mache, die werden weniger geschaut als die Vlogs. Diese Vlogs, Kommentare lesen und so. Aber das finde ich komisch. Naja, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns in einem weiteren Video auf meinem Kanal, wenn ihr ein weiteres Video anklickt. Oder wenn ein neues Video hochgeladen wird. Dann seht ihr mich auch in diesem Video und tschüss.